Namaste. Wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich zu der heutigen Yogastunde. Channa wird dir die Übungen zeigen und ich darf die Stunde mit der Stimme begleiten. Wir freuen uns auf eine Stunde, die wir zusammengestellt haben, wo es um ganz viel Öffnung geht, um Brustöffnung, um Rückenbeugen in der Wirbelsäule. Es ist eine Stunde, wo es darum geht, glücklich zu sein. Und es gibt einen Spruch in der Yoga Sutra von Patanjali, der sagt, wenn du durch negative Gedanken gestört wirst, dann denke das Gegenteil. Also wir wollen in ein positives Denken kommen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Stunde und wünschen dir ganz viel Vergnügen und ganz viel Spass. Wir beginnen diese heutige Yogastunde im Vierfußstand. Du darfst für das deiner Yogamatte in Position kommen, wo du darauf achtest, dass deine Handgelenke, Ellbogengelenke und Schultergelenke gut in deiner Linie ausgerichtet sind. Ja, deine Knie- und Hüftgelenke. Gib einen Moment Länge in deine Wirbelsäule. Aktiviere die Bauchdecke leicht, sodass du im Lendenwirbelbereich nicht in ein Hohlkreuz kommst. Gib deinen ganz eigenen, natürlichen Bewegungsimpulsen Raum. Schau mal, was dein Körper jetzt gerade braucht. Wo möchte er etwas bewegen? Wo möchte er hinatmen? Was möchte er ausrichten? Und komm dann in eine hohe Katzstellung. Das heisst, mit einer tiefen Einatmung kommst du in eine konkave Haltung, legst den Kopf zurück in den Nacken. Und ausatmen in einen Katzenbuckel, wo du den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehst. Tief einatmen in die konkave Haltung. Ausatmen in der Katzenbuckel. Mach das noch einige Mal deinem eigenen Atemfluss folgend, in deinem Atemrhythmus. Versuche, die Bewegung vom Steißbein, vom Kreuzbein unten her zu initialisieren. Lass Wirbel um Wirbel folgen bis zum Scheitelpunkt oben. Vom Kreuz, vom Steißbein unten her, lass du die Wirbelsäule in einer Kette sich in einer Bewegung nachfolgen. Wenn du das nächste Mal eingeatmet hast, ausatmen, zieh das Gesäß zurück zu deinen Fersen, gib die Länge nach vorne in deine Arme. Der Kopf ist in der Verlängerung von deiner Wirbelsäule. Wir gehen von hier in einen kleinen Ablauf von Bewegungen. Du rollst dich vom Becken her hoch in einen Vierfußstand, bis deine Hände und Schultern wieder in einer Linie sind. Du gehst ausatmen und tief in eine indische Stütze. Im Bauchlage, rollst dich in eine kleine Kobra und stoßest dich wieder zurück mit dem Gesäß zu deinen Fersen. Gibst Länge in die Wirbelsäule. Vom Becken her roll auf über einen Katzenbuckel in Vierfußstand. Ausatmen tief in die Stütze. Bauchlage, rollst dich zurück in eine Kobra und ziehst das Gesäß wieder Richtung Fersen. Einatmen, aufrollen, ausatmen, tief in die Stütze, Bauchlage, einatmen, in die Kobra und mit der Ausatmung Gesäß zücht zu den Fersen. Mach das gerade noch zweimal in deinem Atemrhythmus. Wenn du das nächste Mal mit dem Gesäß bei den Fersen bist, komm gerade erneut einatmend mit einem runden Rücken hoch, ausatmend tief in die Stütze, bleib in der Luft und stoß dich einatmend wieder hoch in den Vierfußstand, ausatmend das Gesäß zu den Fersen. Einatmend aufrollen, bis die Schultern über den Handgelenken sind, ausatmend tief in die Stütze. Einatmen, aufstoßen und ausatmen, Gesäß
zu den Fersen. Auch da folgt deinem Atemrhythmus. Und es ist gar nicht wichtig, wie tief du kommst. Vielleicht ist das nur 2-3 cm. Vielleicht magst du so wie Jana bis fast zum Boden runter. Schau, dass du nur so tief kommst, wie du die Kraft hast, um dich langsam auch wieder hochzustoßen. Deine Ellenbogen, die ziehen dabei jeweils nach hinten. Achte darauf, dass sie nicht nach außen gehen. Und wenn du das nächste Mal tief kommst, leg dich wieder auf den Bauch, fließ in die Kobra und stoß dich jetzt über den Vierfuß statt hoch in die Stellung vom Hund. Mit einer Einatmung kommst du nach vorne in einen Stütz, gerade wie ein Brett, entweder die Knie setzen oder mit gestreckten Beinen wieder tief kommst. Stütz, Bauchlage, aufrollen in die Kobra. Mit einer Ausatmung in die Hundestellung. Der Einatmung nach vorne in die Stütz. Ausatmen tief in die indische Stütz. Bauchlage. Einatmen in die Kobra. Und ausatmen in die Hundestellung. Fahr gerade fort in deinem Rhythmus. Und du darfst immer die Variante mit den Knien auf dem Boden wählen. Oder wenn du magst, Muskulatur in Schultergürtel, den Armen, mehr und mehr fordern, dann wächst auch mal eine Variante mit gestreckten Beinen tief zu kommen. Wenn du das nächste Mal in der Hundestellung bist, dann bleib da für einige Atemzüge. Du deine Fersen richtig Gesäß tief schieben. Auch da, du darfst immer und jederzeit all deine Bewegungsimpulse Raum geben. Vielleicht magst du mal ein bisschen mehr da reinstrecken, mal ein bisschen mehr dort. So, dass die ganze Rückseite von deinem Körper in die Dehnung kommt. Mit einer Einatmung kommt dann neu nach vorne in ein Stück. Gerade in ein Brett, du schiebst deine Fersen gut nach hinten weg, stabilisierst Bauchmuskeln, gibst Länge in die Wirbelsäule. Je nachdem, mit gestreckten Beinen oder die Knie aufgesetzt, kommst du wieder ganz langsam tief in die indische Stütze, haltest dich da für einen Moment in der Luft. Es kann ein kurzer oder ein langer Moment sein, und wenn du merkst, dass es genügt, leg dich auf den Bauch, leg dein linke Ohr auf den Boden, die Arme am Körper entlang. Entspann und lass los. Deine Fersen dürfen nach außen sinken. Beobachtest, wie dein Herz schlägt, wie dein Atem fließt. Und kommst zur Ruhe. Von hier in die Stellung vor Heuschrecken. Richte deinen Körper aus, indem du deine Beine hüftbreit positionierst, dein Knie auf dem Boden aufleihst. Vom Gefühl her wieder versuchst du, deine Kehle auf den Boden zu legen. Ob das möglich ist oder nicht, aber du versuchst, in die Länge vom Hals zu kommen, drehst die Handflächen nach unten. Setz ist ein Mula Bandha, das heisst, du tust den Beckenboden zusammenziehen, innerlich hochziehen und somit verschliessen. Und mit einer tiefen Einatmung hebe dein rechte gestreckte Bein hoch, halt einen Moment innen, der Ausatmung senken. Das linke Bein tief einatmend hoch und ausatmend tief. Rechts einatmen, hoch führen, ausatmen, senken, links einatmen, Atempause leicht ausdehnen und ausatmen tief. Noch einmal die rechte Seite einatmen und
und ausatmen. Links einatmen und ausatmen. Das rechte Ohr auf den Boden legen und die Flächen nach oben entspannen und lass los. Du darfst deine Beine so ausrichten, dass du etwas länger gehst in eins und das andere. Den nächsten Durchgang kannst du deine Stirn auf dem Boden positionieren. Die Beine bleiben auf dem Boden. Du setzt Mula Bandha, das ist der Beckenboden, erneut verschliessen. Und kommst dann mit einer tiefen Einatmung mit deinem Oberkörper hoch. Hebst den Kopf, hebst die Arme vom Boden, so hoch wie es geht. Die Daumen zeigen sich nach unten, die Handflächen zueinander. Der Atem strömt und je nachdem, wie flexibel du bist, bleiben deine Arme in dieser Stellung oder du faltest die Finger und streckst die Arme so hoch wie es geht nach hinten. So werden deine Schulterblätter noch ein bisschen zueinander hingezogen und vielleicht kannst du sogar den untersten Rippenbogen vom Boden lösen, tief im Bauch hineinatmen. Du darfst da bleiben, solange es für dich möglich ist. Und wenn immer du magst auflösen, die Hände lösen, langsam tief sinken. Es ist dann erneut dein linke Ohr, das du vom Boden ableist. Vielleicht mögen die Fersen wieder ein bisschen nach außen sinken. Und du lässt los. Dein Herz bis in den Boden sinken, deine Bauchdecke und dein Unterlipp, Beckenboden ganz entspannt. Wir bereiten eine Kobra vor mit einer Vorübung. Da bleiben deine Beine hüftbreit geöffnet. Vielleicht magst du noch mal Länge geben. Und positionierst dann deine Hände unter den Schultern. Leicht zurückgezogen, dass sie fast auf Brusthöhe sind. Die Arme kompakt näher am Körper entlang und die Stirn wieder auf dem Boden positionieren. Mula Bandha, der Beckenverschluss, gesetzt. Und mit dem Fluss von deinem Atem hebst du einatmend den Oberkörper hoch, unterstützt leicht mit deinen Händen, ziehst die Schultern zurück und mit der Ausatmung gleich Wirbel um Wirbel wieder zurück auf den Boden. Der Einatmung rollst du dich hoch, ziehst die Schultern zurück, ziehst den Ellenbogen zurück und mit der Ausatmung Wirbel um Wirbel zurück. Mach das gerade einige Mal im Fluss von deinem Atem. Das nächste Mal zurück auf den Boden bist, dein rechte Ohr ablegen, die Arme neben den Körper entspannen und loslassen. Deine Zehen, deine Füße aufstellen, die Hände nochmal unter die Schultern nehmen. Und ganz langsam, vorsichtig, den Beckenboden verschlossen, die Schultern zurückrollen, komm in eine sanfte kleine Kobra.
Lange Nacken, der Atem fließt. Mit einer Ausatmung Wirbel um Wirbel zurücklegen. Die Beine, die Füße ablegen. Du deine Beine, die Füße ganz geschliessen, bring die Fersen in Kontakt miteinander. Der Beckenboden verschlossen, die Schultern zurückrollend, mit einer Einatmung komm in den Cobra. Dass der Atem fliessen gebracht, dass die Beine gut geschlossen bleiben. Öffne den Brustraum, öffne den Bauchraum. Dein Blick ist entweder mit offenen Augen oder mit geschlossenen Augen nach oben. Zu deinem Ajna-Chakra ausgerichtet, zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Du kannst die Asana, die Körperstellung so lange halten, wie das wohl ist für dich. Das kann eine Minute, zwei sein, das kann eine Viertelstunde sein. Die Yogis sagen, eine Asana, eine Viertelstunde gehalten und sie wird zur reinen Meditation. Du das, wenn möchtest für dich ausprobieren, dann haltest du das Video einfach an und schaltest wieder ein, wenn du magst weitermachen. Wenn du die Stellung magst auflösen, dann roll jetzt zurück, Wirbel um Wirbel, leg zurück auf die Unterlage, die Arme am Körper entlang, links Ohr auf den Boden legen, die Beine entspannen, die Fersen nach aussen sinken, Unterleib entspannt. Prana, Lebenskraft, fließt und fließt. Und du beobachtest jedes Kribbeln, jedes Kräuseln in deinem Körper. Darfst du deine Zehen, deine Füße nochmal aufstellen, die Hände wieder unter die Schultern bringen. Das Mal rollst du dich über einen Vierfußstand zurück mit dem Gesäß zu den Fersen, gibst Länge in die Wirbelsäule und lässt die Strukturen von deiner Rückenmuskulatur, die sich zusammengezogen haben, jetzt wieder Länge gewinnen. Du darfst deine Hände, deine Arme aktivieren, vielleicht einen Impuls auf den Boden geben und von da dann über den Vierfußstand wieder in eine Hundestellung kommen. Such dir deinen Weg, einen bequemen Hund, wo du die Dehnung über die ganze Rückseite von deinem Körper kannst sich ausdehnen lassen. Wenn Bewegungsimpulse kommen, dann horch auf sie, dass die Intelligenz von deinem Körper sich ausbreitet. Befolge die Bedürfnisse, die dein Körper dir zeigt, immer. Du beginnst dann ganz langsam mit deinen Füßen nach vorne zu laufen, zwischen deinen Händen. Deine Füße sind hüftbreit geöffnet, so dass gerade nochmal ein Fuß Platz hat inzwischen drin und du lässt deinen Oberkörper sinken. Die Wirbelsäule noch einmal mobilisieren, dynamisieren, indem du mit der Einatmung einen langen, geraden Rücken kommst, wie eine Spitzen auf dem Boden oder die Hände auf den Skibein und mit der Ausatmung wieder tief rollst, rund wirst und den Nasenspitz richtig Knie bringst. Einatmen in einen langen, geraden Rücken. Mit der Ausatmung Nasenspitz richtig Knie. Tief einatmend, lang und gerade. Und ausatmend Nasenspitz zu den Knie. Einatmen gerade. Und ausatmen tief.
der nächsten Miatmung setzt dich auf einen imaginären Stuhl, bring die Arme vorne hoch, streck sie zur Decke. Mit der Ausatmung streck deine Beine und bring die Hände im Anjali Mudra vor dein Herz. Mit der Einatmung die Arme überziehen, den hoch, streck dich und mit der Ausatmung in die Hand-Fuss-Stellung. Mit der Einatmung in einen langen, geraden Rücken und der Ausatmung Nasenspitz Richtung Knie. Mit der Einatmung in den Stuhl. Wenn du ausatmest, bring die Hände vors Herz und komm in Stand. Noch dreimal tief einatmen, die Arme ausatmen, Hand, Fussstellung. Lange, gerade Rücken mit der Einatmung. Nase spitzt zu den Knien. Und Stuhl einatmen. Die Hände vors Herz in Stand mit der Ausatmung. Tief einatmen, die Arme und Hand, Fussstellung. Lange, gerade Rücken, Nasenspitze zu den Knien. Stuhl einatmen, die Hand vor das Herz mit der Ausatmung. Und noch eine Schiene in deinem Atemrhythmus. Der Atem im Moment fließen, die Hände vor dem Herz. Und wir beginnen von da dann mit dieser Variante wieder in den Sonnengruß zu fließen. Mit einer tiefen Einatmung die Arme überziehen, den Streck. Und mit der Ausatmung in die Handfußstellung. Lange, gerade Rücken einatmen, Nasenspitze zu den Knie aussetzen. Rechte Bein im Ausfallschritt, Knie und Fuß ablegen, einatmend hoch und ausatmend zurück zum Boden. Das linke Bein zieht nach innen in die Stütze und ausatmend kommt in die indische Stütze. Bauchlage, du rollst dich in eine Kobra und stoßest dich zurück in die Hundestelle. Das rechte Bein in der Höhe und der Fuß kommt ausatmend zwischen die Hände. Knie, Fuß ablegen, einatmen, richte dich auf und mit der Ausatmung komm in die Hand-Fuss-Stellung. Einatmen, lange gerade Rücken, ausatmen, Nasenspitze zu den Knie. In den Stuhl, wenn du einatmest. Und mit der Ausatmung haben die Hände vor das Herz. Linke Seite tief einatmen. Ausatmen, Hand, Fussstellung. Lange, gerade Rücken einatmen. Nasenspitze zu den Knien. Das linke Bein zieht zurück und mit der Einatmung hoch. Ausatmen, die Hände auf den Boden. Komm in die Stütze, gerade in das Brett, ausatmend tief in die indische Stütze. Einatmen, Kobra und ausatmen in die Hundestellung. Das linke Bein zieht in eine Höhe einatmen, Fuß zwischen die Hände. Knie ablegen, einatmend komm hoch und ausatmend in Hand-Fuss-Stellung. Lange, gerade Rücken, wenn du einatmest. Nasenspitze zu den Knien. Komm in den Stuhl, tief ein. Und ausatmend, komm in deine Mitte, die Hand vors Herz. Lass dir einen Moment Zeit für eine Zwischenatmung. Vielleicht magst du dich neu büscheln, neu ausrichten.
machen dann erneut einen Durchgang, wo wir in die Stellung von Heldin, vom Held gehen. Wenn du merkst, du magst es heute lieber etwas sanft, dann bleib in dieser Variante, die wir gerade eben geübt haben. Und wenn du gerne möchtest, dich noch etwas fordern, dann komm in die Variante von Heldin, vom Held. Richte dich aus, richte dich gut auf, bring die Hände ins Anjali Mudra vor dein Herz, sammle dich. Der tiefe Einatmung, die Arme überziehen, die Gelenke. Mit der Ausatmung komm in die Handfußstellung. Lange gerade Rücken, wenn du einatmest und ausatmest, die Nasenspitze zu den Knien. Das rechte Bein im Ausfallschritt gut gestreckt. Mit der Einatmung richte dich auf und komm in eine Heldin. Ausatmend zurück zum Boden. Das linke Bein zieht zurück in eine Stütze und ausatmend tief in die indische Stütze. Bauchlage, Schultern zurückrollen in die Kobra und ausatmend in die Hundestellung. Das rechte Bein fließt in die Höhe und deine Fuß findet nach vorne zwischen den Händen. Hintere Bein wird gestreckt. Du kannst den Fuß ablegen, so wie du es bei der Chana siehst oder aufgestellt lässt. Du kommst dann ausatmend wieder tief, ziehst das hintere Bein nach vorne und dann die Fußstellung. Der Einatmung lange, gerade Rücken. Ausatmend noch mal tief. Einatmend, komm in die Stuhe. Und ausatmend zurück. Vielleicht magst du gerade fortfahren, noch einige Durchgänge in deinem Atemrhythmus durchzuführen. Vielleicht merkst du, dass es für dich genug ist, dann tust du für einen Moment nachspüren. Du hast jederzeit die Möglichkeit, den Film zu unterbrechen, sodass du so lange Zeit hast für deine Sonnengrüße, wie du möchtest. Wir treffen uns danach dann wieder in einer stehenden Haltung. Wenn du deine Reihe von Sonnengrüssen abgeschlossen hast, dann spüre einen Moment nach, indem du deine Beine hüftbreit positionierst, deine Arme sinken lässt und mit geschlossenen Augen deine Sonnengrüsse nachspürst. Und dabei beobachtest du, wie dein Herz schlägt. Nimmst wahr, wie dein Atem fließt und spürst jedes Kribbeln, jedes Kräuseln. Ganzen Körper. Prana fließt und fließt. Wenn der Organismus wieder so ein bisschen zur Ruhe gefunden hat, bereitest du dich vor für die nächste Stellung. Wir üben den Bauch. Du darfst dazu deine Beine jetzt ganz schliessen, deine Zehen, deine Füße breit machen. Das Fußgewölbe leicht anheben, die Muskulatur deiner Beine aktivieren und dich ganz gut aufrichten. Find und fixiere einen Punkt vor dir auf dem Boden oder an der Wand, wo du mit den Augen kannst fixieren. Und dann gibst du dein Körpergewicht auf deinen rechten Fuß,
sodass du den linken Fuß vom Boden auslösen kannst. Positioniere deinen linken Fuß innen an deinem Fußgelenk. Du merkst, dass du dich da stabil fühlst, positioniere ihn so, dass er den Boden nicht mehr berührt. Oder innen an deinem Kniegelenk. Du merkst, ob du dich da noch stabil fühlst oder ob es gewackelig wird. Wenn es gewackelig ist, wenn du dich ganz stabil fühlst oder geübter fühlst, dann setz ihn innen an den Oberschenkel. Wobei du da dann mit deiner Fersen in den Impuls gehst und stark in die Innenseite vom Oberschenkel presst. Schieb die Fersen nach vorne, so kann sich deine Hüfte öffnen. Mit einer Einatmung bring deine gestreckten Arme über die Seite hoch, bild mit den Händen Krone von einem wunderschönen Baum. Und verbunden mit dem Boden, mit festen Wurzeln, stabil im Stamm und ganz leicht in den Ästen. Zentrierst du die Energie, indem du deine Handflächen aufeinander bringst, Länge gibst, in dein Lot findest, deine Hand im Anjali Mudra wieder wo dein Herz in deine Mitte führst. Dann zuerst die Arme, die Hände löst, sinken lässt. Und dann auch deine Beine löst, hüftbreit aufstellst. Vielleicht das Standbein, das entlastest. Die Augen geschliessest und nachspürst. Das Mantra dazu. Ich stehe mit beiden Füßen fest und stabil auf dem Boden. Ich stehe mit beiden Beinen fest und stabil in meinem Leben. Fest und stabil in meinem Bau. Dann darfst du die Zeiten wechseln. Du hast zuerst wieder Tadasana in die Ausgangsposition, wo du die Beine geschlossen hast. Wenn dein Körper in eine gute Aufrichtung ausrichtest und dein Dreiste in deinen Konzentrationspunkt findest, wo du dein Auge darauf fixierst. Dein Gleichgewicht aufbaust, das Gewicht auf den linken Fuß und das rechte Bein vom Boden löst, darfst du den Fuß dort positionieren, wo du dich stabil fühlst, wo du gut verwurzelt bist. Wenn du bereit bist, führ deine Arme über die Seite und bild die Krone von deinem Lebensbaum. Der Atem der fließt weiter, ohne dass du beeinflusst bist, aber gut wahrnimmst. Zentrierst die Energie, zentrierst die Kraft, zentrierst deinen Körper. Und ziehst alle Kraft zurück in deine Wurzeln, bringst die Hände vor dein Herz. Lösest die Arme, lösest die Hände, lösest die Beine. Hüft breit, bequem, weich, mit geschlossenen Augen. Beobachtest du, nimmst du wahr. Stell dich dann noch einmal am vorderen Rand von deiner Yogamatte. Fühlst du Hüfte breit oder ganz geschlossen. Weil das, was dir jetzt bequemer ist, richtet dich gut auf und für einatmend die Arme über die Seite, gib Länge.
gesagt und in die Fußstellung. Nochmal die Rückseite gut strecken und lass die Haltemuskulatur vom Rücken sich wieder entspannen. Deine Hände auf dem Boden positioniert. Unter den Schultern machst du mit beiden Beinen einen grossen Ausfallschritt und kommst so wieder zurück in die Stellung vom Hund. Beginnt den Kreis langsam zu schliessen. Du darfst auch da nochmal strecken und recken, reinkommen. Und dann deine Knie zurück auf den Boden zu setzen. Und in den Fersensitz zu kommen. Wir bereiten als nächste Stellung den Dreisitz vor. Du darfst für das in einen Langsitz kommen, wo du deine Beine nach vorne ausstreckst. Und du stellst deinen rechten Fuß über dein linke Knie. Stell den ganzen Fuß auf. Schau, dass deine Hüften gut verankert sind. Fass Knie mit beiden Händen und gib einen Moment Auftrieb in deine Wirbelsäule, dass sie dynamisieren. Zum Dreisitz aufbauen, beginn in deiner Vorstellung vom Kreuzbein über das Steißbein, Wirbel um Wirbel, in den Dreieck zu deinem aufgestellten Bein zu führen, bis du kannst deinen linken Arm um das aufgestellte Knie legen und den rechten Arm setzt hinter deinem Gesäß auf dem Boden auf. Nimm auch den Hals, den Nacken mit in die Rotation, Blick über deine Schultern nach hinten. Dein Bauchraum ist leicht eingegangen durch das Pressen vom Oberschenkel. Du versuchst deinen Atem genau in diesen Bereich zu lenken, mit dem den Organ im Bauchraum leichte Massage zu geben. Achte darauf, dass deine Schultern gelöst bleiben, der Nacken gelöst bleibt. Und die Stellung langsam auf, ganz langsam komm aus der Dreieck und leg dein überstellte Bein zurück. Zum Seitenwechsel kannst du einfach den anderen Fuß drüber stellen. Wir zeigen dir für den zweiten Durchgang eine zweite Variante. Du kannst die gleiche Variante üben wie mit dem rechten Bein. Oder in die fortgeschrittenere Variante kommen, wenn du das möchtest. Du stellst jetzt den linken Fuß über das rechte Knie. Du bist entweder gestreckt mit dem rechten oder für die zweite Variante winkle das rechte Bein an und lege den Fuß neben das Gesäß. Es ist ganz wichtig, dass beide Sitzbeinhöcker nach wie vor gut verankert sind mit dem Boden. Wenn du merkst, dass deine linke Seite den Kontakt zur Erde verliert, dann entscheide dich für die erste Variante. Ansonsten ist deine Wirbelsäule nicht gerade ausgerichtet und es ist eher destruktiv. Wir möchten in eine konstruktive Richtung unsere Yoga-Stunde gestalten. Erste oder zweite Variante, deine Knie umfasst, gibst du wieder Auftrieb in die Wirbelsäule, richtest dich gut aus und beginnst dann vom Kreuzbein her Wirbel um Wirbel zum aufgestellten Bein zur linken Seite in die Rotation zu kommen, den Arm ums Knie zu legen und den linken Arm, die linke Hand hinter dem Gesäß auf den Boden aufzustellen. Öffne den Brustraum, bring die Wirbelsäule auch im Bereich der Brustwirbelsäule in die Rotation und nimm deinen Nacken mit. Der Blick darf in die Ferne schweifen.
Atem strömt. Du kommst in ein reines Bewusstsein. Stellung daraus finden, löst die Rotation langsam auf, kommt zurück zur Mitte, streckt das angewinkelte Bein nach vorne aus und das überstellte Bein ebenfalls zurück. Vom Dreisitz gehen wir direkt weiter in Paschimottanasana in die Vorbeuge. Für das zieh mal deine Gesäßhälfte ein bisschen nach nach hinten. Du willst am liebsten wie das Muladhara-Chakra, das Wurzel-Chakra, der Dammbereich auf den Boden legen. Gibst einen Impuls, Schambein nach unten zu schieben, das Steißbein nach hinten, sodass dein Becken sich gut aufrichten kann. Gibst Länge in die Wirbelsäule. Aktiviert Muskeln in den Beinen. Die Füße sind flex, Zehen leicht gespreizt. Und du führst deine Arme hoch, gibst Länge, du stümen ineinander rein, verhaken und du ziehst deinen Rumpf mal ganz lang, hebst das Brustbein an. Wenn du jetzt in die Vorbeuge gehst, versuch das aus dem Becken zu machen. Versuch mal so weit es geht, nur dein Becken zu kippen. Und wenn es nicht mehr weitergeht, ganz langsam das Wirbel und Wirbel in der Länge nach vorne gleiten, bis du Hände kannst bei den Füßen oder bei den Fußgelenken einrichten. Es ist nicht wichtig, wie tief du kommst. Versuch eine einheitliche Dehnung über den ganzen Körper, bei den Beinen, beim Rücken zu finden. Vielleicht tut es dir gut, auch nochmal dich leicht aufzurichten, nochmal so einen langen, geraden Rücken wie vorher im Stehen. Und von da erneut den Wirbel um Wirbel abzulegen. Die Nasenspitze richtig Knie. Der Kopf, der lässt du nicht einfach hängen, sondern der ist ganz leicht dynamisiert. Das heisst, du versuchst wie die Wirbelsäule auch im Bereich des Nacken fortzuführen in ihrer Rundung. Der Atem strömt. Und du lässt dich da mehr und mehr sinken. Du wirst merken, dass die Qualität von dieser Haltung sich, je länger du drinnen bleibst, je mehr sich entwickelt. Je wohliger das es wird. Vorausgesetzt, dass du wiederum auf die Impulse und die Zeichen von deinem Körper achtest. Rennst du in einem Bild von einer Stellung nach und hast das Gefühl, da muss jetzt die Stirn auf die Knie oder was auch immer, dann kann es auch ganz, ganz unangenehm sein. Und wird je länger, je unangenehmer. Das ist eine Entscheidung, die du darfst für dich fällen. Nutze sie, um deine Asanas, deine Körperstellungen und dein Leben mehr und mehr in die Richtung auszurichten, wo wohlig, wo bequem und wo glücklich ist. Stellung auflösen, roll dann langsam wieder Wirbel um Wirbel hoch. Du darfst ganz direkt deine Füße am unteren Rand deiner Yogamatte stellen. Aufgestellt, streckst du die Arme nach vorne
und rollst dich mal zurück, so dass nur gerade dein Kreuzbein auf dem Boden liegt. Und dann bleib für einen Moment. Gönn dir 2, 3 Atemzüge und roll dann wieder Wirbel um Wirbel zurück, bis du in der Rückenlage bist. Du darfst deine Knie zum Brustraum hinziehen und den Rücken lösen. Dem Körper einen Moment Zeit geben, um wieder auf den Boden anzukommen. Und dich dann vorbereiten für die nächste Stellung. Wir gehen in Setup Bandhasana, in die Schulterbrücke. Schulterbrücke, positioniere deine Füße hüftbreit, nach beim Gesäß aufgestellt. Hüftbreit wieder so, dass gerade einer von deinen Füßen noch Platz hat zwischen dir. Und die Arme am Körper entlang mit der Handfläche nach unten. Lang in der Wirbelsäule, einen Impuls, dein Kreuzbein auf den Boden zu pressen. Und mit einer tiefen Einatmung roll dich dann hoch. Schulterbrücke. Öffne den Brustraum weit, schieb das Becken, schieb das Schambein zur Decke auf. Achte darauf, dass die ganze Handfläche auf dem Boden aufliegt. Falls das für dich keine Herausforderung ist, sind deine Schultern genug weit geöffnet, dass du auch die Hände hinter dem Rücken fassen kannst, die Finger falten und die Arme am Boden entlang ausstrecken. Welche Variante du wählst, ist ganz wichtig. Wähle die, die heute für deinen Körper angemessen ist und wohltuend. Allenfalls musst du deine Füße mal noch ein bisschen unten positionieren, dass deine Fersen und deine Kniegelenke wieder in einer Linie sind. Du merkst auch, ob es dir wohltut, vielleicht mal mehr Gewicht auf die Fußballen. Auf die Fersen zu gehen. Und dann tust du die Hände wieder lösen, die Handfläche auf den Boden, rollst und lässt Wirbel um Wirbel wieder zurück auf den Boden. Nimm die Knie einen Moment zum Brustraum hin. Vielleicht magst du auch mal mit dem Nasenspitz Richtung Knie kommen. Lass dich dann sinken. Lass die Füße aufstellen. Den Moment nachspüren. Für den zweiten Durchgang zeigen wir dir Chakrasana, die Stellung vom Rad. Du kannst wahlweise noch einmal in Setup Bandhasana gehen, in die Variante, die wir jetzt gerade geübt haben. Oder wenn du schon ein bisschen geübter bist, kannst du in der Radstellung mitkommen. Für die Radstellung positioniere deine Hände unter deinen Schultern, schieb sie so gut runter, wie das geht, die Ellenbogen so näher zueinander wie möglich. Lass die Handflächen einen Moment hier ankommen, dass auch die Dehnung in den Bereich deiner Ellen, Unterarme sich aufbauen kann. Die Füße sind wieder hüftbreit und näher beim Gesäß. Und du gibst auch nochmal den Impuls, Kreuzbein, Steißbein auf den Boden zu pressen. So kann die Wirbelsäule sich ihrer natürlichen Form ausrichten. Sammle Kraft, sammle Achtsamkeit, sammle deinen ganzen Fokus. Und wenn du bereit bist, gehst du so wie in die Schulterbrücke hoch, rollst das Becken auf und rollst gerade weiter, vielleicht zuerst auf den Kopf oder gerade direkt hoch in die Stellung vom Rad. Da darfst du gut spüren, ob du Füße noch mal ein bisschen umpositionieren oder die Arme. Es ist eine starke Stellung. Sie braucht viel Kraft
Und du darfst auch gerade so lange drinnen bleiben, wie das für dich angenehm ist. Wenn immer du sie möchtest auflösen, langsam tief kommen, der Kopf sanft abrollen, Wirbel um Wirbel zurücklegen und die Knie gerade wieder umarmen, den Rücken lösen. Zum Nachspüren leg dich ins Shavasana, die Beine auf den Boden oder wahlweise aufgestellt und lass los. Prana fließt und fließt. Vielleicht möchtest du die Stellung ein zweites Mal einnehmen, wenn du bei der Schulterbrücke bist, die noch ein drittes Mal einnehmen. Wähle die Variante, die dir gut tut und komm erneut in die Stellung rein. Wenn du durch negative Gedanken gestört wirst, denke an das Gegenteil. Entspannen und loslassen. Gehen Sie zum Abschluss noch in eine Umkehrstellung. Gehen Sie entweder in die halbe Kerze oder in die Kerze. Zum die Stellung einnehmen, schlage ich dir vor, dass du zuerst die Knie zum Brustraum hinnimmst, nochmal den Rücken löst und dann deine grossen Zehen umfasst und die Beine zur Decke ausstreckst. Bleib einen Moment da, damit du nach den Rückbeugen von vorher die Wirbelsäule langsam kannst darauf vorbereiten, jetzt in eine Vorbeuge zu kommen. Und wenn du bereit bist, beginnst du an deinen Zehen zu ziehen und so die Wirbelsäule langsam Wirbelkörper um Wirbelkörper aufzurollen, bis du die Füße über deinem Kopf kannst richtig bodentief führen. Je nachdem, wie flexibel du bist oder wie geübt du bist, klingt das ganz fließend oder du musst ein bisschen Schwung dazu nehmen. Je nachdem kannst du, so wie dir das Chana gerade zeigt, die Füße auf dem Boden aufstellen oder deine Beine bleiben ein bisschen in der Luft. Komm einfach nur so tief, wie du gut die Beine kannst gestreckt lassen. Jetzt, wenn du mit den Füßen den Boden nicht kannst berühren, dann entscheide dich für die halbe Kerze. Wir zeigen dir das als erste Variante. Dann kannst du deine Hände jetzt von den Füßen lösen und hinter dem Rücken aufstützen, sodass die Hände im unteren Rücken beim Beckenkamm aufgestützt sind. Du legst dann den Rücken zurück in die Hände und hebst deine Beine in einen Winkel zum Oberkörper von ungefähr 45 Grad. In der Variante von halben Kerzen
Hast du viel Abstand zwischen dem Knie und dem Brustbein? Der Nacken ist gelöst und die Schultern weit weg von deinen Ohren. Bleib so lange wie du magst in dieser Variante. Und zum Auflösen bringst du die Füße wieder tief und gehst den gleichen Weg daraus, wie du drin bist gegangen. Für die zweite Variante gehst du auch mit den Armen hinter den Rücken, stützt die Hände aber so weit oben am Rücken auf, wie dir das möglich ist. Gibst Auftrieb in die Wirbelsäule, hast dir Zeit dabei. Optimal ist, wenn du das Knie kannst aufs Brustbein pressen, dann bist du ganz auf deinem Schulterdach und kannst dich in eine gerade Kerze aufrichten. Führst ein Bein und das andere hoch. Das Knie mehr und mehr Richtung Brustbein, gibst Auftrieb im Körper, dass er sich gut auf- und ausrichten kann. Vielleicht kannst du die Ellenbogen noch etwas näher zueinander hinführen. In beiden Varianten, in der halben wie in der ganzen Kerze, ist dein Fokus, deine Konzentration auf das Ajna-Chakra, auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen gerichtet. Deine Augen können dabei geöffnet oder geschlossen sein. Die Stellung auflösen, senkst du deine Beine gestreckt, langsam wieder tief, setzt sie über dem Kopf auf dem Boden ab oder ist sie in der Luft, so wie es dir möglich ist. Deine Hände bringen wieder zu deinen Füßen und fasst deine grossen Zehen. Öffne deine Beine mal in den Gretschi, so weit es geht, so gross wie möglich. Und probier dann mal nur den oberen Rücken abzurollen, nur die Schulterblätter zurückzulegen. Und dann ganz langsam Wirbel um Wirbel wieder zurück auf den Boden zu legen. Die Beine bleiben gestreckt und du schliessest die gestreckten Beine wieder. Die Hände darfst du lösen von den Füßen und zurück auf den Boden legen. Jetzt erneut zwei Varianten. Wenn du einen starken Rücken hast, dann tun deine Beine gestreckt langsam tief führen. Die Füße bleiben dabei gut flex. Falls du Mühe hast im unteren Rücken, als Alternative, dann einfach die Knie anziehen und ein Päckchen machen. Du kannst die Variante wählen, die dir heute möglich ist. So deine Stellung auflösen. Wenn du Mühe hast mit der Haltemuskulatur vom Rücken, dass sie krampft nach so einer Umkehrstellung, lass die Beine gut lang aufgestellt oder die Knie umfasst, dass sie kann lösen kann. Und erst wenn du merkst, dass du wieder einen gelösten, entspannten Rücken hast, erst dann leg deine Beine wieder auf den Boden ab. Und zum Schluss noch in eine Gegenstellung. Für das kannst du deine Hände unter dein Gesäß positionieren, an die Fläche auf dem Boden und die Daumen in Kontakt. Beine ganz geschlossen, Füße in eine flexi Haltung, Zehen angezogen. Und du hebst zuerst mal nur den Kopf und blickst zu deinen Zehen. Stoßest dich hoch, sodass du auf deine Unterarme zu stark kommst. Und schiebst jetzt dein Brustbein in die Decke auf. Aktives Brustbein hoch und lass dann ganz zum Schluss den Kopf nach hinten tief sinken. Du darfst ihn ganz hängen lassen. Der Scheitelpunkt darf den Boden auch berühren. Dein Hauptfokus ist darauf, dein Brustbein weiterhin kraftvoll Richtung Decke zu schieben. Der Nacken vollkommen passiv. Der Atem fließt.
Und zum Auflösen von dieser Stellung tust du dann lediglich den Ellenbogen auseinanderschieben und lass dich gerade direkt zurück auf den Rücken senken. Löse die Hände unter dem Gesäß, öffne die Handflächen nach oben, entspannst und lass los. Du darfst dich direkt ins Shavasana sinken lassen. Falls du dich noch möchtest zudecken oder etwas anlegen, mach das in Ruhe und richte dich dann für die Schlussentspannung im Shavasana, in der Haltung, in der Rückenlage ein. Deine Beine sind hüftbreit geöffnet, die Füße fallen gelöst und entspannt nach außen. Arme liegen in einem Abstand zum Körper mit der Handfläche nach oben. Deine Augen sind sanft geschlossen. Dein Atem strömt frei und unbeeinflusst. Schicke Entspannungsimpulse zu all den Körperteilen, die genannt werden, ohne sie dabei zu bewegen. Die grossen Zehen, zweite Zehen, dritte Zehen, vierte Zehen, die kleinen Zehen, die Fusssohlen, Zerrischt, Fussgelenk, Unterschenkel, Kniegelenk, Oberschenkel, Gesäß und die Hüfte, Beckenraum, der Unterleib. Alle Organe in deinem Unterleib entspannen und lass los. Die ganze Wirbelsäule, der untere Rücken, der mittlere Rücken, der obere Rücken und die Schulterblätter. Entspann deine Bauchdecke. Die Organe im Bauchraum innen lass sinken, die Bauchhöhle löst, Zwerchfell, Rippenbogen, Brustbein, die Lunge, das Herz, Schulter, Oberarm, Ellbogen, Unterarm, Handgelenk, die Hände, Handinnenflächen, Finger vom Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleine Finger. Entspannung für die Kehle, der Hals, der Nacken, das Gesicht, Gesichtshaut. Stirn und Schläfen, die Augenbrauen, die Augenlider, die Augen, der Bereich hinter deinen Augen, unter deinen Augen, die Wangen, Nasenspitze,
der Kiefer. Die Lippen sind weich geschlossen, die Zunge liegt gelöst am Gaumen, die Zahnreihen liegen los aufeinander. Entspann dein Kopfinnere, dein Hirn. Die ganze Kopfhaut. Der ganze Kopf. Der ganze Körper. Dein ganzer Körper ist vollkommen gelöst, entspannt und ruhig. Dein ganzer Körper ist vollkommen gelöst, entspannt und ruhig. Wir verabschieden uns an dieser Stelle wieder von dir. Du darfst dann aus deinem Shavasana zurückkommen, wenn du dafür bereit bist. Wenn du zurückkommst, vertief deine Atmung. Lass wieder Bewegung im Körper zu und komm ganz in Ruhe zurück. Vielleicht ist jetzt ein guter Moment für dich, um noch einen Moment in die Stille zu sitzen. Moment in eine Meditation kommen, wo du dich in einem aufrechten Sitz ausrichtest, vielleicht erneut deine Augen schliessest und den Moment sinken lässt. Vielleicht ist es ein guter Moment für dich, um ganz bewusst in einen positiven Gedanken hineinzufinden. Ganz bewusst einen Gedanken formulieren, der dich durch den Tag oder in die Nacht führen soll. Wir wünschen dir ganz ein gutes Zurückkommen und freuen uns auf die nächste Yogastunde mit dir. Namaste.